Und danach? Ich weiß nicht. Der Held verschwand mitsamt seinem roten Bart und roten Haar und allem. Das war, nachdem er unsere Galeere genommen hatte, glaube ich. Charlie, Sie haben mir nie gesagt, dass er rothaarig war. Oder dass er Ihre Galeere genommen hatte. Er war so rot wie ein roter Bär. Er kam vom Norden. So sagten sie auf der Galeere, als er sich Ruderer suchte. Freie Männer, keine Sklaven. Später, viele, viele Jahre später, kamen Nachrichten von einem anderen Chef. Oder er selbst kam zurück. Wohin war er denn gefahren? Nach den Buchen. Den großen, wunderbaren Buchen. Nach Furdurstrandi. Bisher hatte Charlie nichts gesagt, was nicht auf das Dasein eines griechischen Galeerensklaven gepasst hätte.